Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Herz, Seele, Ball, das ist die Ausgabe für den Donnerstag. Ja, Halbzeit bei den DFB-Pokalspielen heute am Mittwochabend, weil am Mittwoch aufgenommen, am Donnerstag ausgestrahlt. Und ja, Bochum erwartungsgemäß 0-4 in Leipzig und 0-4, also Schalke, ganz ordentlich gespielt in Wolfsburg. Aber ja, die Chancenverwertung gegen den Tabellendritten sahen sie gut aus. Bin gespannt, wie das sich auswirken wird am Wochenende gegen Leipzig. Schalke dann auch mit Mustafi, glaube ich, der heute noch nicht spielen durfte. Und Hüntela wieder Probleme mit der Wade, der war auch nicht dabei. Und Hoppe ein bisschen überfordert, hatte, glaube ich, 200-prozentige Chancen. Schade für den Jungen aus Amerika, aber der ist noch sehr jung, 19 Jahre alt. Der braucht vielleicht auch noch viel Zeit. Viele Reaktionen auf gestern, auf Rot-Weiß Essen. Komm, Martin, zeig das eine Foto, das ich hier vom Bildschirm abfotografiert habe. Unfassbare Freude bei den Essenern, dass sie Leverkusen mit 2-1 geschlagen haben. Das war ja wirklich, bis auf die Fans von Leverkusen und die Betroffenen von Bayer Leverkusen, hat sich, glaube ich, ganz Fußball-Deutschland darüber gefreut, dass ein Viertligist mit so viel Willen, mit so viel Kampf gewonnen hat. Also klar war Leverkusen die deutlich bessere Mannschaft. Aber was hilft das, wenn du die Tore nicht machst? Hat auch der Trainer dann immer wieder gesagt, weil er wurde gefragt, warum habt ihr nicht gewonnen? Und er hat eigentlich immer nur gesagt, weil wir die Tore nicht geschossen haben. Womit er grundsätzlich ja recht hat. Grundsätzlich. Aber naja, war ein starkes Stück Ruhrgebiet. Steffen Baumgart war der Mann, der Klartext gesprochen hat nach dem 2-3 in Bochum. Und Herr Stieler hat nicht einmal geschaut auf diese Szene, die zum 3-2 für Borussia Dortmund geführt hat. Das hat ihn so auf die Palme gebracht. Natürlich ist ein Fachblatt wie der Kicker dann dafür verantwortlich, das heute nochmal deutlich aufzuarbeiten in der Online-Ausgabe Fazit. Also Herr Stieler hat nichts falsch gemacht. Das war alles regelkonform. Mag sein. Aber irgendwie macht es den Fußball kaputt. Gut, jetzt höre ich immer und immer wieder, der Videobeweis sorgt für mehr Gerechtigkeit. Mag ja sein. Mich nervt er unverändert, dass da 6-7 Minuten lang ein Spiel unterbrochen ist. Die Leute stehen in der Kälte. Dann wird diskutiert und erklärt. Und ja, wie gesagt, im Kicker steht dann heute, also Herr Stieler hat alles regelkonform gemacht. Aber so vom Gefühl her war man natürlich komplett auf der Seite von Steffen Baumgart, der sich so richtig in Rage geredet hat. Ich hoffe, dass er dafür nicht auch noch irgendwie eine Geldstrafe vom DFB bekommt, weil er hat unverschämt gesagt und aber wirklich nichts Böses. Und ich kenne Steffen Baumgart ganz gut. Er ist ein feiner Mensch. Und dass man nach einem solchen Spiel dann auch vielleicht mal ja, so ein bisschen aus sich rausgeht, ist doch klar. Und was das für Paderborn finanziell bedeutet hätte, ja, das ist auch klar. So, ich habe ein paar Informationen und Sprachnachrichten bekommen, unter anderem von Willem aus Bremen, der das auch nochmal schön zusammengefasst hat. Er ist ja selber Trainer einer Damenmannschaft und der sagt, ja, ich habe dafür allergrößtes Verständnis. Ich ja auch. So, jetzt gibt's noch 2 Pokalspiele, darüber reden wir morgen. Und ich wollte dann noch kurz und bündig sagen, boah, ich bin so froh, dass es die Bild-Zeitung gibt. Wirklich froh, dass es die Bild-Zeitung gibt. Weil für mich als Kollege, als Sportjournalist, ist es natürlich die Pflicht, den Sportteil in der Bild zu lesen. Und die berichten knallhart, boah, von Boateng und seiner Trennung. Boateng rechnet mit seiner Ex ab. Da geht es um den linken Fuß, um den rechten Fuß, um die Trennung vom Klum-Modell. Unfassbar, dann Fotos, die, ja, was sind die? Egal, halbnackig, im Urlaub auf Mykonos im Januar 2020 wurde ihre Beziehung öffentlich. Gut, eine halbe Seite dafür. Aber die Kollegen, die haben nun mal den erfolgreichsten Sportteil, haben dann aber auch nicht vergessen, wirklich über Sport zu berichten. Also Mustafi, Embolo. Es ist halt so. Trotzdem, ich gebe es zu, ich muss hier einfach lesen. Oder muss ich wirklich? Aber ich tue es. So, in diesem Sinne, das war Herz, Seele, Ball für heute. Ah nee, von wegen. Hier, liebe Grüße aus Peru.
Hallo lieber Uli, hallihallo liebe Fußballfreunde und Fans von Ulis täglichem Fußballpodcast. Lieber Uli, hier ist wieder deine Fanbase aus Peru, diesmal aus dem peruanischen Regenwald in der Nähe von Tarapoto. Der Regenwald, der heute Nachmittag seinem Namen, wie man hier auf dem Platz sieht, noch alle Ehre gemacht hat. Ja, wenn wir genug Leute zusammenkriegen, geht das hier gleich los mit einem schönen Feierabendkick oder, wie wir hier in Peru sagen, Full Bito, Full Basso, erst das kleine Spielchen, dann das große Bier. Wir freuen uns und grüßen euch ganz herzlich. Munter bleiben, trotz Covid. Mit mir freuen sich ein paar Fans und insofern senden wir ganz, ganz herzliche Grüße in die Heimat. Bis bald und alles Liebe und Gute. Ciao, ciao. So, das war mein kleiner Film aus dem Regenwald. Dankeschön. Ein Fan von Preußen Münster hat mir das geschickt. Das hat mir viel Freude gemacht. So, Martin, das hast du noch eingearbeitet. Ich gucke jetzt noch ein bisschen Fußball und wir sehen uns morgen bei Herz, Seele, Ball. Oder hören uns natürlich auch nur. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.